Hallo? Schon mal Postings geklappt haben? Ich glaube schon. Gepostet, gepostet. 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 Jo, ich glaube, es hat alles geklappt. Ich spiele heute Abend ganz kurz, so dreiviertel Stunde, habe ich mir gedacht, weil dann muss ich ins Bett. Das Spiel Songs of Silence, das ist das aktuelle Projekt von Chimera Entertainment. Das ist eine sehr große Firma aus München und ja, das ist jetzt, glaube ich, das erste Self-Published Game. Sehr großes Projekt und ich weiß kaum was über den Titel, habe ich absichtlich jetzt auch nicht irgendwie groß recherchiert und irgendwie ausprobiert. Ich habe ganz kurz geschaut, ob bei mir alles funktioniert, aber es sieht ganz gut aus. Ja, und deswegen würde ich mal sagen, springe ich gleich mal rein. Jetzt ganz kurz mal was eins noch einstellen. Ah ja. Wild. Okay, also Skirmish wird erst nach der Kampagne freigeschalten. Musik ist schon mal wunderschön. Load Game, Multiplayer. Okay, Multiplayer wird es geben, krass. Settings. Settings habe ich schon kurz reingelinst. Kann ich mir High leisten? Mal gucken. Schauen wir mal. Ich finde es immer sehr interessant, mir die Demos auch so aus Marketingperspektive anzuschauen. Weil das natürlich jetzt ist das Steam Next Fest als Upcoming quasi. Und da ist es ja schlau, seine Demo vorher zu promoten. Weil ja, man viele Wishlists braucht, um in dem Next Fest Ranking schön eine schöne Platzierung zu bekommen. Das kann halt einen richtigen Boost geben. Und es ist cool, dass hier dann direkt ein Link ist zu Steam und zum Discord. Feedback kann man abgeben. Naja, okay, da öffnet sich dann hier Steam. Steam-Webseite. Upcoming Features, was passiert hier? Ah, okay. Das finde ich halt auch immer sehr inspirierend, mir sowas anzuschauen für unsere eigenen Games. Und wie das halt andere so machen. Ah ja, okay. Also es wird darauf verwiesen, was sich in der Demo nicht befindet, aber was man hier dann machen kann. Wenn ich hier drauf drücke, dann plötzlich ein Browser mit Steam. Okay, let's go. I will never forget the last days of Arengard. The day the Purgatory came. The day our homeland was devoured by silence. The day everything turned to dust. Das habe ich vorhin schon ganz kurz gesehen. Das fand ich sehr cool, dass so das. Also, es gibt ja so eine Intro-Geschichte gerade gewesen, um ein bisschen reinzukommen. Und du kannst aber währenddessen hier schon mitmachen, quasi, obwohl die Geschichte gerade erzählt wird. Meine Eltern haben unsere Armeen in einem final desperate charge gegen die Invaders. Die Tide of Battle soon turned against them. Ein Meteorit. I should have been there, either to save them or to perish by their side. Only I remained to protect the survivors of our once mighty kingdom.
but in my darkest hours, doubt took hold. How can I lead these people? Where to? Am I really worthy to be their queen? In my moment of despair, a golden light appeared from above. It was Isla, a holy celestial bird who had once guided my mother. I hear you, faithful guardian. Please, show us the way. And so Queen Lorelei of Erengard sets forth to lead her subjects towards an uncertain future. In the distant realm of Elbin, she hopes to meet Lord Hauser, a loyal friend of her late father, who is now serving as cleric and aide to Elbin's monarch. Surely the old man will understand her plight. At long last, the people of Erengard, yet something seems off. Elbin's roads, fields, and villages are deserted, and the air is rent with the sound of battle. Nichts ist irgendwie ein bisschen dunkel. Moment, ich lasse nochmal rein. Also ich habe verstanden, dass es gab eine Invasion in Erengard. Da wohne ich. I will never forget the last days. Jetzt ist wieder dunkel. Moment, ich starte mal ein Spiel neu. Ich glaube, das könnte ein Bug sein. The day our homeland was devoured by silence. The day everything turned dust. Moment, ich muss nochmal kurz starten. Weil das war, glaube ich, nicht gewollt, dass es jetzt so dunkel wird. Das muss ich morgen, glaube ich, mal reporten. Okay, also jetzt ist es wieder schön hell. Und jetzt checke ich mal ganz kurz meine Settings. Medium, okay. Okay, also. Let's go. Okay, das ist die böse Macht, die ankommt und Erengard angreift. Und ich wurde dann vertrieben. Ich bin die Queen. Und irgendwie ist mein Vater, habe ich rausgelesen, schon sehr bekannt gewesen. Und kennt auch jemanden in der Stadt, wo jetzt die Leute hinflüchten als nächstes. Kann ich jetzt hier was auswählen? Ach so, ah, ich kann die Karte so reinziehen. Ah, verstehe, okay. Also Meteorit, dann mache ich hier. The Crusades onslaught was relentless. A war without end. Okay, ich schätze mal, das ist die Grundmechanik, so dass man hier Karten irgendwo rausschmeißen kann. Und die haben einen Cooldown. The tide of battle soon turned against them. I should have been there. Either to save them or to perish by their side. Only I remained to protect the survivors of our once mighty kingdom. But in my darkest hours, doubt took hold. How can I lead these people? Where to? Am I really worthy to be their queen? In my moment of despair, a golden light appeared from above. It was Isla, a holy celestial bird who had once guided my mother. I hear you, faithful guardian. Please, show us the way. And so Queen Lorelei of Erengard sets forth to lead her subjects towards an uncertain future. In the distant realm of Elbin, she hopes to meet Lord Hauser,
a loyal friend of her late father, who is now serving as cleric and aide to Elbin's monarch. Surely the old man will understand her plight. At long last, the people of Erengard arrive at their destination. Yet something seems off. Elbin's roads, fields, and villages are deserted, and the air is rent with the sound of battle. Okay, also wir sind angekommen in einer anderen Stadt, aber irgendwas ist komisch. Look, everyone! Isla has found Elbin's capital. If we make haste, we could be there on the morrow. Okay, also ich soll da drüben ankommen. Oh, nice, jetzt geht's los. Go, follow Isla. Okay. Ich kenne übrigens diese Art Spiele nicht. Also, bevor mich jemand kritisiert. Ich habe es noch nicht gespielt. Okay, aber es ist vielleicht irgendwie round-based oder so, weil... offenbar kann ich halt in 7 Runden eine bestimmte Strecke, Distanz zurücklegen. Ah ja, natürlich ist Roundbase hier, Turn 1. Okay. Hier habe ich eine Karte. Realm Wilder. Play on a friendly location to add a permanent high house building to the location. As long as the high house remains on the location, it increases the income by 5 gold and the location growth by plus 1 prosperity per turn. In addition, Ragesworn become recruitable from this location. Ich weiß nicht, was Ragesworn sind, aber naja, werden wir rausfinden. Und Gold? Okay, ich bekomme 5 Gold mehr. Das kostet aber 30 Gold und 75 Stein. Hier oben sind meine Sachen, die ich habe. Und zwar Gold. Gold is produced by most locations every turn. By most locations every turn. Gold won in battles is stored in loot wagons until brought back to a location with supply. Okay, verstehe ich soweit. Hier haben wir Bricks. Building material. Building material is produced by locations such as mines or wildwoods. It is used to upgrade locations and expand them with specialized building cards. Okay. Divine favor. Celestial favor is a unique resource only used by the Thousand Kingdoms. It is produced by sacred locations such as temples. Ah, okay, das ist Punkte bei Gott. Gottes credibility, würde ich sagen. Spend it on cards tied to the celestial gods, like summoning lumiant creatures. Okay, also ich kann es investieren, indem ich Kreaturen zum Beispiel generiere. How to move. Left click to select your army. Right click to move or attack. Hint. Hold shift to say set waypoints. Ah, hier habe ich movement points und links, okay. Marching. Move more than 50% of the max movement points. Puts an army into marching formation until next turn. Attacking a marching army leads to an ambush. 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 Das Wort habe ich doch schon mal gehört. Ambush. Ambush. Was bedeutet das englische Wort Ambush? Ah, Hinterhalt. Vielen Dank. Fidelitas 1984. ChatGPT hat mir auch geholfen. Ich bin die ganze Zeit am Quatschen mit ChatGPT, seitdem das Feature live ist. Okay, also es gibt einen Hinterhalt. Wenn ich sehr schnell laufe und ich jemanden angreife. How to fight. Battles run automatically.
Make sure to set up your units in favorable positions beforehand. Okay, verstehe ich. Retreat can be a viable option. Also man kann aufgeben, but will lose you the current battle. Use this card with great care. Okay, also es gibt eine Karte, um aufzugeben. Play battle cards via drag and drop. Okay. Right click on armies or location to inspect them. Drag and drop. Drag and drop units to change your formation. Use this to prepare for upcoming battles. Okay, verstehe. Play recruitment cards to build strong armies. Ich finde es bisher sehr cool, das Spiel, was mich aber, sehr schöne Erklärung und so, aber die Schriftart, die mag ich irgendwie nicht. Also ich muss schon immer ganz kurz, das liest sich nicht so gut. Und das, also wenn es nur eine Überschrift wäre schon, aber wenn der Text, dann würde ich es glaube ich wiederholen, mit dem klaren Text und drunter. Play recruitment cards to build strong armies. Recruitment is mostly available in locations. Okay. Winrest. Conquered locations are in unrest until the start of your next turn. Locking income and recruitment. Conquered locations are in unrest until the start of your next turn. Locking income and recruitment. Okay, also gesperrt bis zur nächsten Runde, sobald ich es erobert habe. Play strategy cards onto locations to add specialized buildings. Ah, okay. Buildings bestow boons. Habt ihr noch regelmäßig Tagrunden? Gefühlt habe ich das letzte Mal vor 3-4 Jahren gesehen. Genau, auch kaum noch auf Twitch. Wir haben schon lange keine Talkrunde mehr gehabt. Wir hatten damals mit Corona damit aufgehört so. Und dann sind wir so 9-to-5-Worker geworden irgendwie. Und es hat sich einfach ergeben, dass es irgendwie schwierig war für uns, irgendwie einmal pro Woche abends Zeit einzuräumen dafür, dass wir Leute einladen. Das war echt coole Zeit und hat voll Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich musste, wenn ich es wieder einführe, das Modell ändern. Also, so, das war halt immer vor Ort. Und das macht es halt schon sehr aufwendig. Und das abends bietet sich dann halt schon an. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich das revive durch Remote-Interviews, die ich persönlich nicht ganz so geil finde wie vor Ort. Aber dafür könnte man natürlich vielleicht auch internationalere Gäste mal fragen, die halt nicht extra nach Nürnberg kommen müssen, was jetzt für viele nicht ganz auf dem Weg liegt. Wie fändest du das? Meinst du, das ist interessant? Oder eher nicht so? Ich habe so überlegt, ob man es dann Englisch macht. Mal schauen. Ist jetzt nicht ganz weit oben. Hey, netter Sonntagsabendstream. Dankeschön, Amadeus. Schön, dass du da bist. Play strategy cards onto locations to add specialized buildings. Okay, also ich kann Dinge bauen mit Karten in meiner Location. Locations sind immer diese Burgen, schätze ich mal. Buildings bestow boons. Also, boah, bestow boons. Was bedeutet Buildings bestow boons auf Englisch? Ich glaube, das verliert dann ein bisschen den Flair, den es damals hatte. Yo, das glaube ich auch. Buildings bestow boons auf Englisch ist grammatikalisch korrekt, aber ohne weiteren Kontext ist seine Bedeutung etwas unklar. Übersetzt könnte man den Satz so interpretieren: Gebäude gewähren Segnungen des Englischen. Jedoch ist die genaue Bedeutung... Naja, okay, na gut. New recruitment options and remove unrest. Ja, ich habe mir schon, auch schon überlegt, ob man es vielleicht doch tagsüber macht. Ab und zu kriegen wir auch tagsüber Gäste, aber ja, auf jeden Fall schaffen wir es nicht einmal pro Woche, weil das war schon echt viel Zeit und viele von uns haben halt irgendwie jetzt Kinder und so. Und dann einmal die Woche abends ist schon echt ein bisschen schwierig. Earn experience by killing units in battle, okay, level up, by playing the level up card onto your hero. Choose upgrades, unlock and upgrade new cards. Level ups can also increase the amount of units you can lead. Wie geht's dir, Amadeus? Was geht bei dir? Zockst du gerade irgendwas parallel? Siege and Ambush. Two more turns. Siege. Fortified locations need to be sieged for several turns
before they can be attacked. Okay, also wenn die eine Mauer haben und schön bewacht sind, dann müssen sie belagert werden. Einige Runden. While under siege, at locations, perks, income and recruitment are locked. Okay, ambush, attack by besieging army to ambush it. Ambushed enemies are in disarray and suffer penalties to their chemical power. Hide and seek. Moving into hidden armies or attacking a marching army also results in an ambush. Okay, das war der Hinterhalt. Habe ich ja neu gelernt, dieses Wort. Move carefully. Supply. Some locations have the all-important supply perk. Units and locations with supply regenerate losses. Units and locations with supply regenerate losses. And HP. Okay. Loot earned in a battle can be cashed in when entering supply locations. Erstmal lang Mittagsschlaf gemacht und dann mal Wahlergebnis gecheckt. Jetzt spiele ich noch etwas an Talos Principle weiter. Ah, nice. Ist es das 2? Ist es schon draußen? Nee, oder? Es dauert noch ein bisschen. Oder wolltest du als Vorbereitung zum 2er das einzige Mal zocken? Und Fidelitas, eine Frage habe ich noch, falls du noch da bist. Glaubst du, ist es cooler, glaubst du, es immer noch besser, als kein Interviewstream zu haben? Oder meinst du, der ganze Gag ist dann eigentlich weg, wenn es remote wäre? Und Amadeus, nee, noch nicht. Ich hole den ersten noch nach. Okay. Ich habe es auch gar nicht durchgezockt. Ich habe es ein bisschen gezockt, aber nicht so ewig. Das sollte ich unbedingt mal machen. Aber ich habe so viel in meiner Backlog. Okay, also. Okay, kann man hochleveln? Pillage. Use this card to reduce a location's level for gold. Only usable while a location is in unrest. Build up. Use this card to improve a location's level. Only usable after location's prosperity meters filled up. Okay. Adventure locations. Some locations, such as Wildwoods, have to be explored by heroes before they can be captured. Okay. Explore. Use the explore card to send your hero in. High level heroes have a higher chance of success. Valuable rewards. Completing adventures grants XP and sometimes rare units or powerful artifacts. Okay, alles klar, let's go. 10 Punkte habe ich hier zu vergeben. 6 von 6 erschienen, nicht ganz genau, was das bedeutet. Vielleicht, achso, sind hier 6 Leute? Nee. Da steht halt 6 Units, vielleicht deswegen. Vielleicht leben da noch 6 oder so. Naja, das werde ich verstehen. Ich probiere mal ein bisschen aus. Schwierig, müsste man testen, meint Fidelitas. Wobei es dann irgendwie so Vorlesungs- bzw. Schulungscharakter entwickelt. Ja, könnte sein. Ja, es war ja schon auch nett, mit einem Bierchen da rumzusitzen, ne? Da hat einfach Spaß gemacht. Okay. Learn how to fight. Ah, okay, jetzt habe ich meinen ersten Gegner hier. Oh! Uh-oh. Warte mal. How to fight. If battles run. Okay, das läuft automatisch. Ja, das habe ich alles gelesen. Ach so, das. Verstehe. Die Tutorials poppen nach und nach auf. Aber ich habe ja alles schon durchgelesen. Haha. Wie kann ich die denn jetzt attacken? Moment. Achso, das sind die verschiedenen Player. Green und World. Okay. Oh, Rechtsklick habe ich drauf geklickt und jetzt geht, glaube ich, der Kampf los, oder was? Warte mal, stopp. Das sind meine Gegner hier. Ach ja, okay, verstehe. Man kann... Ah ja. Ich glaube, ich kann jetzt meine Army mit Rechtsklick da mal drauf schicken. Oh, jetzt geht's los. Also ich soll aufgeben. Pff, vergiss es. Auf die Fresse gibt. Okay, die Battles laufen automatisch. Ich kann nur die Karten legen. Die Karten sind All Friendly Cavalry Thunder into the Cavalry soll drauf. Okay. Los. Ah.
Smashes the Celestian. Ah, Meteorit finde ich gut. Kommt doch mal mit Meteoriten. Okay, retreaten möchte ich nicht. Tja. Hier platt gemacht, würde ich sagen. Mhm. XP Level fast hoch. Okay. This country is under siege. I have to hurry. The capital might be in danger. Okay, ich renne jetzt mal dahin. Aber warte mal, das checke ich irgendwie nicht. Jetzt habe ich ja eigentlich nichts übrig. Wenn ich da jetzt Rechtsklick mache, was passiert dann? Can't move further. Ah, okay, weil die Runde vorbei ist. Okay, dann mache ich Ende der ersten Runde. Achso, jetzt dürfen es die anderen. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. I see. Hast du mehrere Folgen damals geschaut, Fidelitas? Und wenn ja, welche fandest du am interessantesten? Ich überlege gerade, was ich am spannendsten fand. Hm. Ich fand die Game Dev-Besuche schon fast immer am spannendsten. Also weil wir viele verschiedene Bereiche abgedeckt damals. Okay, jetzt habe ich 10 Punkte wieder und ich brauche 7, um dahin zu laufen. Und okay. Jetzt flitzen die dahin. Wandering through the desolate streets of Albin, Lorelei experiences the all too familiar sensation. War is in the air. A young, anxious-looking guard meets her at the castle gates and escorts her to the throne room for an audience with Hauser. After a moment's contemplation, the old man lowers his mirrored mask, revealing a weary, yet sincere smile. Our country is at war, and King Atron is trapped behind enemy lines. It pains me to deny our support. But we cannot grant you sanctuary while our very survival is at stake, m'lady. I am sorry, old man, but I have grown weary of fighting. I will help you liberate your sovereign, but that's all I can do. Thank you, m'lady. The enemy has surrounded the king at Doran Citadel. At your command. Okay, also die in dem Land gibt's auch Stress und der Gegner haben den König umschlossen in seiner Burg und ich soll das klären. Hallo, na, wie geht's dir? Was gibt's bei dir Neues? Fidelitas, ui, das ist echt eine Ecke her. Also Antwort auf die Frage, welchen Talk am spannendsten fand. Da gab's mal ein paar bei deinen Gästen aus der Gaming-Industrie, da waren und danach den Unity ein Projekt heute gemacht. Und das ist echt ein Stück her. Ah, die Game Jams. Ah, Game Jams würde ich super gerne mal wieder machen. Da hätte ich wirklich Bock mal wieder. Das fand ich auch sehr produktiv, muss ich sagen. Da kamen echt coole Ideen bei raus. Amadeus sagt, das Spiel sieht sehr geil aus. Dankeschön. Also, naja. Ich kann nichts dafür, aber trotzdem nett, wenn man es sagt. Oh. Ich kann nicht mehr sehen. Okay, gehören die jetzt zu mir? Kann ich mit denen zusammen? Kann ich die jetzt auch schicken? Ah ja, die kann ich jetzt auch schicken. Ach ja, okay. Der und der. Die gehören zusammen. Soweit ganz gut und selbst, sagt Kokor. Nächste Woche mal wieder streamen und ansonsten Videos für YouTuber schneiden. Nice. Darfst du eigentlich sagen, für welche YouTuber du schneidest oder ist das geheim? Bist du so quasi Ghost-Schneider? Okay, das würde zu lang dauern, dahin zu laufen, aber ich. Hä, wie komme ich denn da hin? Achso, kann ich hier in die Stadt? Ah ja, kann ich. Okay. Jetzt bin ich in der Stadt und jetzt könnte ich, glaube ich, die Karte legen und könnte dann ein permanent High House Building to the location adden. As long as the High House remains on the location, decrease the income
Okay, also ich kann nicht. Ich leg das hier mal drauf. Achso, ich habe nicht genug Holz. Stein. Was kann das hier? Once playable. Das kann ich mir auch nicht leisten. Kann ich mir auch gar nicht. Brauche ich mir gar nicht durchlesen. Ich habe noch nicht genug Stein. Kagura schreibt, für einen darf ich es sagen? Astro-Tim. Da schneide ich pro Woche ein Video. Okay, cool. Was macht Astro-Tim? Ist das so Lern-Content oder? Ist das eine Karte? Golden Temple. Play on a friendly location. A permanent temple tower building for to the location. Das bringt 4 Divine Favor. Ah, das kann ich mir leisten. Und das packen wir da drauf. Skdisch. Hier. Ah, nice. Cool. Wurde in dieser Turn schon gelegt? Okay, verstehe. Kokor schreibt, der macht Infovideos rund um Planeten, Kosmos und so. Ja, nice. Cool. Okay, jetzt muss ich irgendwie machen. Warte mal, die laden jetzt hier Health auf. Aber müssen sie überhaupt Health aufladen? Also haben die... Ich frage mich gerade, ob ich sehen kann, ob meine Army irgendwie Health verloren hat. Aber ich würde annehmen, dass das hier irgendwie steht. Mit Chomagan läuft es sehr gut. Wir kommen super voran. Sehr entspannt eigentlich bisher, muss ich sagen. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ja, hätte ich doch, eigentlich hätte ich es erwartet, um ehrlich zu sein. Weil das ist einfach... Wir haben halt so einen Titel schon mal gemacht. Und es ist einfach so viel entspannter für uns jetzt, als es gibt Loop. So, jetzt lass mal überlegen. Die, ich könnte die hier parken lassen, aber das ergibt nur dann Sinn, wenn ich irgendwie was dazu gewinnen möchte. Und das steht ja hier, was man dazu gewinnen kann. Glaube ich. Ja, die rücken jetzt aus hier. Komm. 5, so. Oh, da gibt's Stress. Und die hier schicke ich da aber auch mit. Auch 5. Und jetzt sollen die da den mal platt machen. Ah, jetzt greifen aber nur die an. Also ich kann nicht gleichzeitig angreifen, oder was? Na gut, was habe ich hier für Karten? 2 Lumions kann ich simmen. Mach ich. Was sind Lumions? Ah, okay. Was ist das? Immediate Answer? Nee, retreaten will ich. Pff. Ich retreate doch nicht. Was ist das für ein Game? Songs of Silence heißt das Spiel. Und das ist von dem Münchner Studio Chimera Entertainment. Und ziemlich viele Leute. 90 oder so? Also ich weiß es nicht ganz genau. Aber echt viele. Ist jetzt ihr erster Self-Published-Titel, soweit ich weiß. Okay, die habe ich platt gemacht. Und ich habe eine Karte bekommen. Und das ist gerade die Demo von dem Spiel. Und das kommt... keine Ahnung, wann es rauskommt. Aber nehmt ihr teil am Steam Next Fest, nehme ich an. Play in a Location. Das ist meine neue Karte. While it's in unrest state. Unrest state, was war das? Das habe ich vorhin gelesen. Naja, werde es herausfinden. Pledges the location for a large amount of gold, but reduces its prosperity level by 1. If a location's prosperity level is reduced to 0, it is destroyed. Okay. Also ich kann nicht gleichzeitig mit 2 Armeen angreifen bisher. Aber das geht bestimmt irgendwie. Okay, die könnte ich platt machen oder ich will eigentlich hier ja das irgendwie meine Aufgabe, die zu befreien. Kannst das Game ein bisschen leiser machen? Ja, mach ich. Ist es jetzt leiser? Hört man es besser? Mich besser? Check, check, 1, 2, check, check. Besser. Also ich kann es auch noch mehr machen. Check, check, 1, 2. Ah, 3 von 5. Das heißt, 3 von mir sind wahrscheinlich gestorben. Das heißt, es wäre gut, wenn die... Komm, die gehen wir wieder nach Hause jetzt. Was können sie aber in dem Move nicht machen? Okay, verstehe.
Weil die 0 haben. Und die haben noch 1. Aber da kann ich da nicht hin, oder? Hä, wie konnte ich jetzt da hinlaufen? Ah ja, okay. Nee, ich konnte nur den halben Weg gehen. Okay, kann ich sonst noch was machen? Ich glaube nicht. Nee. Nee, nächste Runde. Siege ends in 5 turns. Ah, das bedeutet, die belagern uns gerade eben. Und wir haben nur noch 5 Turns. Ah, da steht's. Okay. Na, das heißt, ich kann... Naja... Also ich nehme jetzt mal... Das ist schon ein bisschen bedrohlich hier. Die sind immer neutral gerade. Und wahrscheinlich muss ich die hier jetzt platt machen. Also, das ist doch die logische Konsequenz. Okay, gehen wir da hin. Ich check es nicht, warum kann ich da nicht hinlaufen? Wegen dem Siege, oder? Ach so, da kann ich dann nicht übers Wasser. Ach so, ich kann nicht übers Wasser. Ach da, ich muss zur Brücke, ich Idiot. Natürlich. Ah. Ach, und das ist auch eine Location. Gut, dann laufe ich da mal hin. Ah, und wenn die zwei heiraten, dann... Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich da heiraten lassen? Ach so. Jetzt kann ich die... Ah, jetzt kann ich hier so rumrufen, oder was? Das ist eine Armee, 6 von 6. Und das ist eine Armee, 3 von 5. Warum kannte ich den da nicht drüber machen? Kann ich die Reserve kann ich da auch nicht reinpacken? Garrison. Was ist Garrison? Okay, das checke ich jetzt nicht so ganz. Hör mal. Das stand doch hier irgendwo. Ich habe auf jeden Fall Bock weiterzumachen. Ich muss nämlich Quatsch wieder aufhören. Aber ich finde es schon interessant, mich da reinzufuchsen, weil ich glaube, das wird ganz schön komplex. Play to recruit a unit of the... Ja, okay. Also ich kann wahrscheinlich hier 9 machen. Ah ja, okay. Verstehe. Aber kann ich das jetzt ewig machen? Ach, das zahlt man mit Gold. Verstehe. Okay. 3 von 5 und 6 von 6. Das checke ich noch nicht, was diese 3 von 5 bedeuten. Okay, mal. Okay, das kann ich nicht benutzen, die Karte hier. Das kann ich auch nicht benutzen. Battle Card. Aber kann ich jetzt hier irgendwie machen, dass die da... Ah, das geht. 4 von 5. 5 von 6. Ah. Verstehe. Die Reserve kann ich dann nicht rüberschubsen. Und ich kann jetzt auch nicht alle darüber packen, weil das geht nur okay. Okay, das heißt, ich kann eine kleine Mischung machen, eine, die vielleicht besser zusammenpasst. Okay, das heißt, jetzt habe ich die ein bisschen gemischt, die Armeen hier jetzt gerade. Na gut. Und es können beide Armeen wahrscheinlich nicht auf dem gleichen Feld stehen, schätze ich mal. Okay, also dann geht ihr mal hier hin. Garrison ist Besatzung. Okay. So, und die haben noch 10 Schritte. Also das heißt, die können da hin und können die platt machen. Vielleicht. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Karten legen hier. Also, hier kann ich so Blitze. Dann machen wir hier mal so Blitze hin, da. Oh, das, okay, die haben etwas Verzögerung. Nee, Retreat möchte ich nicht. Ah, das sieht nicht so gut aus, dieser Kampf hier. Ich brauche mehr Blitze. Ja, die sind schon gute Blitze, aber es sieht eigentlich
sehr schlecht aus. Warte, ich muss unbedingt dieses Trebuchet, oder wie auch immer man das ausspricht, kaputt machen. Oh Gott. Das wird eher knapp hier jetzt gerade. Die hier muss ich auch loswerden. Ja, ich habe zumindest gewonnen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Karten. Okay, aber es sieht so aus, als würde ich zumindest gewinnen. Mhm. Okay, level up. Okay. I am forever in your debt, but alas, I must request your assistance one more time. I'm not here to fight. All I want is a new home for my people. And you shall have it, once you help me end this war. Then I will oblige, but only for the sake of House Arengard. Hauser, Queen Lorelei will need your support. Go, attack the enemy capital at once. At your command. Once known as the proudest city in southern Mundus, Friedland's capital, Sternsicht, has fallen into decay after many years of war. From the royal spire's highest battlement, the duchy's aging matriarch, Raduin, addresses Lorelei and Hauser in a grave voice. Übrigens, der Merch-Banner bei euch auf Twitch führt zu einer 403-Verbindenseite. Ah, das müssen wir fixen. Ja, Merch haben wir abgeschaltet. Das hat sich nicht rentiert. Zu viel Aufwand. Goal. Conquer the enemy capital city Sternsicht. Okay, mach mal. Was ist das hier? Tauschen oder was? Okay, warte mal jetzt. Also ich muss doch jetzt bestimmt mal meine Leute zusammenziehen. Ach so, aber die müssen jetzt erstmal dahin. Okay. Was ist damit? Only playable once the prosperity point meter is completely filled. Play on this location to increase its prosperity level. Da habe ich nicht ganz verstanden, was das bedeutet. Jetzt bekommt man nur Merch, wenn man euch besucht. Jo, genau. Wie viele Stunden bist du momentan so ausgelastet mit Aufträgen? So, ich latsche jetzt mal hier hin. Und jetzt greife ich die mal an. Weil wir wollen ja hier Frieden. Achso, aber erst in der nächsten Runde. Okay. Let's go. Ah ja, die heilen sich gerade, weil die in der Stadt sind. Man sieht es am Plus. Nice. Okay, ja, dann greifen wir doch mal an, oder? Aber eigentlich ist es ein bisschen doof, dass wir nur 5 von 6 sind. Eigentlich wäre es schlau, wenn da jetzt noch ein paar mehr dazu kämen. Aber komm, wir greifen, wir machen hier was so platt. Ach, jetzt belagern wir. Und die nächste Runde sind sie fertig belagert. Okay, dann machen wir nächste Runde. Und da rennen die rum. Ich glaube, die wollen uns von der... Ah! Oh oh. Ah. Okay, also die wollen jetzt hier gleich angreifen. Ist egal, ich mache das jetzt trotzdem weiter hier. Ich überlege gerade, was ich machen kann, um hier vielleicht irgendwie mehr Sicherheit zu bringen. Plan a friendly location to add a permanent temple tower building. Ich brauche aber mehr Defense irgendwie. Play this card on Hauser's army to promote your hero to the next level of the hero font class. Level up to gain access to new cards, cutting proven and sometimes an increased maximum army size. Hauser's Army. Was ist Hauser's Army? Das hier oder das? Ah, Hauser. Der hier. Ja, okay. Dann bringt es da drauf.
okay, der ist jetzt auf Level 2 und jetzt kann ich mir eine Karte aussuchen. Okay, jetzt wird's wirklich komplex. Affected friendly combatants explode on death. Okay, nice. While void and gestalt units cannot explode. Gestalt? Da hat sich, glaube ich, ein deutsches Wort reingeschummelt. Oder es gehört sich so. Also das finde ich immer sehr cool, diese Karte. Mal schauen. Play on an empty unit slot to summon a random elite. Okay. Auch gut. Finde ich. Nee, das will man das hier. Ich will ein Elite-Unit haben. Ja, nice. Aber ich lasse die meinen. Oh, zu spät. Na gut, dann halt nicht. Ich würde mir jetzt gerne diese Army anschauen. Achso, ich muss. Wie kann ich denn nochmal die Army mehr angucken? Also, ich könnte ja irgendwie machen, dass die Army inspizieren. Geht es nur bei diesen Gates oder wo genau geht es? Das check ich jetzt nicht ganz. Also, ich kannte doch mal. Eine Liste da, also so eine Grid der Army gesehen und da konnte ich ja dann neue Einheiten reinsammeln. Aber das checke ich nicht ganz, wie das geht. Naja, nicht so schlimm, das checke ich dann in der nächsten Runde aus. Hier. Mit meiner Army greife ich da jetzt mal an. Was haben wir hier für Karten? Ein Meteorit. Hier, da kommt der Meteorit hin. Und hier machen wir noch ein paar Kavallerie. Tja. Da schaut ihr ganz schön. Gestalt scheint es auch im Englischen zu geben. Was? Echt? Hat gefallen. Das ist so wie Kindergarten, oder was? aber das ist Kokora gerade. Luft nach oben ist noch. Aber die freie Zeit nutze ich gerade für Neukundengewinnung. Ja, cool. Wie kommst du auf Neukunden? Schreibst du einfach kalt Leute an, oder? Ich meine, an sich kannst du ja alle YouTube-Kanäle anschreiben, oder? Ah, Level-Up-Karte. Kann ich auf meine Army legen. Das kann ich jetzt mittlerweile schon. Das check ich. Jetzt kann ich eine neue Karte aussuchen für sie. Call the random combat unit from your army reserves into the battlefield. Running towards the position indicated by your card placement. Oder plan a friendly location to add a permanent fort building. Ja. Okay, schon mal noch das dritte. Smash is a meteor. Nee, ich mache hier jetzt ein Fort, würde ich sagen. Unter anderem schreibst du YouTuber an und manche schreibe ich an, wenn ich sehe, dass sie ein Stellenausschreiben als Mediengestalter offen haben. Ah, nice. Cool. Naja, das ist eine Frage der Zeit, bis sich das aufgebaut hat. Fortify. Wo machen wir ein Fort rein? Ich glaube, jetzt können wir das hier hinbauen. Ach so, nein. Jetzt fehlt mir das Gold. In der nächsten Runde, Stein. In der nächsten Runde habe ich wieder Stein. Okay, aber mit denen kann ich jetzt. Also hier würde ich gerne fortifieren. Und das kann ich am besten, indem ich hier. Also ich könnte jetzt in der Runde vielleicht noch Stein gewinnen. Das wäre super. Vielleicht greife ich die einfach mal an hier. Das ist nochmal zu weit weg. Okay, jetzt langsam verstehe ich die Problematik. Ich glaube, eine Runde muss ich jetzt wohl in den sauren Apfel beißen. Jetzt werde ich bestimmt angegriffen. Also aber gut, wenn die da angreifen, nicht da. Okay. So, jetzt fortifieren wir das mal hier, wie ausgemacht. Also fortify, machen wir hier hin. Zack, fortified. Oh, ups. Nein. Ich habe die falsche Karte gelegt. Jetzt hatte ich genug für Fortify.
Und jetzt habe ich hier so ein High House gebaut. Mist. Ah, und hier kann ich auch austauschen, oder was? Ach, ich kann in jeder Friendly Location kann ich meine Army neu groupen. Ach, und jetzt kann ich dann auch hier... jetzt kann ich dann auch meine neue Einheit irgendwo legen. Oh, ich ärgere mich aber, dass ich mich verklickt habe. Oder das war natürlich auch nicht Absicht, aber es war von mir jetzt nicht super smart. Ja, ich muss in die Reihe. Aber ich finde es sehr cool und ich glaube, ich werde weiterspielen. Ich schaue, ob ich speichern kann. Ja, kann ich. Ja, ich finde, es ist bisher sehr gelungen geworden und ich kann mir sehr vorstellen, dass es noch extrem komplex wird. Alles habe ich noch nicht kapiert, aber ich sage so 90% habe ich verstanden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer. Wir raiden jetzt noch jemanden. Da muss ich aber schnell mal nachgucken, wer denn gerade so im Internet online ist. Gute Nacht, Amadeus. Sehen wir uns morgen? Mich verklickt. Nein, nein. Wen reden wir denn? Hab's gleich. Dort nicht mehr. Yes, wir sehen uns. Sehr schön. Freut mich. Elektrinchen. Ja. Sagt Elektrinchen bitte schöne Grüße. Sie war übrigens einer der Gäste. Trinchen. Die ist super cool. Bin großer Fan von Elektrinchen. Sag dir mal schöne Grüße. Ja, und bis demnächst mal wieder. Tschaußen. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns gleich drüben bei der Elektrinchen in ein paar Sekunden. Ciao, Kakao.